Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Es gab heute nochmal ein ganz kleines Update 3.04 und ich müsste da nochmal schauen, was ich da genau geändert habe. Die haben da nochmal so ein bisschen was an dem neuen Crime-System geändert und ich kam gerade nach Hause, da kam auch dann direkt schon das Update irgendwie knapp über 200 MB groß und konnte ich dann direkt jetzt Elite Dangerous starten und eine Aufnahme machen. Das war ganz super und deswegen habe ich jetzt noch nicht ganz auf dem Schirm, was sich da genau geändert hat. Ich glaube, bloß ein paar Bugfixes haben sich getan. Habe schon gesehen, dass sich auch im schwarzen Brett jetzt so ein paar Dinge geändert haben bei den Wing-Missionen, dass man unter Umständen nicht mehr ganz so viele Einheiten liefern muss und auch nochmal der Preis, den man dafür bekommt, also die Vergütung deutlich angehoben wurde teilweise. Und ich schaue jetzt hier gerade selber zum ersten Mal rein, ja, für 3.500 Tonnen, 7 Millionen Credits, das ist nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt. Okay, drüben würde ich... Ja, okay, doch ein kleines bisschen weniger bekommen als hier. Aber dafür noch ein paar Stromerzeuger. Okay, das ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Hier für 2 Millionen. Ach. Echt? Wurde das jetzt geändert, was ich neulich noch angeprangert hatte im Livestream? Als ich meinte, hier für 2 Millionen Credits musst du auf einmal irgendwie 90 Piraten killen. Jetzt ist es wieder auf einem normalen Niveau, wie ich finde. Okay, das finde ich in Ordnung. Das ist super. Ha! Na, wer sagt's denn? Einmal rummeckern, schon schiebt Frontier nächsten Tag ein Patch hinterher. Nee, okay, war natürlich nicht wegen mir, aber... Okay, ich nehm alles zurück. Eventuell betrifft das nicht alle Missionen, denn hier sind's immer noch 60, 70. Scheiße, 80. Okay, zu früh gefreut. Das ist ja ärgerlich, ne? Aber ich sehe gerade, das betrifft halt das System, in dem wir uns befinden. Das ist das aktuelle Community-Event-System noch. Auch hier, das ist ja doof. Och nö, da war ich schon fast froh, dass du da weniger bekämpfen musst, also wie es früher mal war. Merkwürdig. Naja, komisch, immerhin hier haut's hin. Also das ist vollkommen okay, 18 Piraten, 2 Millionen Credits dafür, das finde ich vollkommen in Ordnung. Da kann ich nichts annehmen, was hätten wir hier noch? Piratenheer ausschalten. Können wir auch mal probieren. Und wir machen gleich was mit der Orca. Wie sieht's denn hier aus? Das ist auch so viel, verstehe ich nicht. 90 Piraten für 2,5 Millionen. Na genau. Lächerlich. Lächerlich! Gut, auf alle Fälle, was ist das hier? Wie viel habe ich mich jetzt verlesen? 894 Reaktivrüstung. Das wären 1,5 Flüge mit den großen Frachtern. Frachter? Oh, gar nicht so verkehrt. Raffinierte Laserkristalle, auch nicht schlecht. So, auf alle Fälle. Ich habe eine Passagiermission angenommen. Und zwar führt die uns heute, genau, einmal zu einer Gewitterwolke und dann zwei verschiedenen Eisgeysir-Feldern, die wir uns gleich anschauen werden. Gibt eine ganze Menge Kohle dafür, müssen dann aber ein bisschen rumfliegen. Und das erste Ziel ist ganze zwei Sprünge entfernt im System Firdaus. Da düsen wir gleich mal hin. Und hier im System, im Community-Event-System, gibt es auch immer mal schöne Transporte. Die hier zum Beispiel, 3,7 Millionen. Das ist bloß ein Sprung weiter mit den meisten Passagierschiffen. Aber darauf achten, ihr müsst dann innerhalb des Systems knapp 400.000 Lichtsekunden fliegen. Kriegt dafür aber eine ganze Menge Kohle. Oder halt einen Haufen Einfluss, wenn ihr da Bock drauf habt. In dem Fall für die Föderation. Oder halt noch was anderes, je nachdem. Und es gibt davon aber mehrere. Also ihr könnt da ruhig, wenn ihr da Glück habt. Ich glaube auf alle Fälle noch mehr, habe ich vorhin gesehen. Hier nochmal 3 Millionen, auch dasselbe System. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob es derselbe Sternhafen ist, aber genauso weit entfernt, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also man kann da schon mehrere annehmen. Ist dann halt ja, so eine halbe Stunde unterwegs oder 20 Minuten ungefähr. Und kann sich da ein bisschen Kohle abholen, kann man halt 3-4 Leute locker reinpacken in das Schiff, je nachdem wie die Kabinen aussehen, wie groß das Schiff ist, wie viele Kabinen da allgemein dabei sind. Ja, und da gibt es halt ein paar schöne, ne? Was hätten wir denn hier noch? Guck mal an. Bloß 80 Lichtjahre entfernt. Economy, 2 Millionen, ein Haufen Ruf, auch für die Föderation. Dafür nur die Hälfte an Geld und Ringe aus der Nähe, einen reichen Touristen. Jo, dann würde ich sagen, nehmen wir das auch nochmal mit. Den packen wir mal in die erste
Klasse. Und dann düsen wir erstmal raus. Bin nämlich heute mit der Orca unterwegs, hatte ich gerade schon erwähnt. Und die hatte ich ja herliefern lassen. Auch der Beluga-Liner liegt vor Ort im Dock drin. Ist auf alle Fälle ein echt schönes Schiffchen, ne? Kannst du nicht meckern. Macht auf jeden Fall was her. So. Gut. Los geht's. Bin lange nicht geflogen mit der Orca, aber ich denke, das ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Halt! Stopp! Da kommt ein Commander rein. Shadowmaker, grüß dich. Mit dem T10. Der feine Herr. Huch! Hallo? Hallo? Ich glaube, der ASP war das, hab's nicht ganz gesehen. Nee, hier eine Killback. Nee, ein T6-Transporter. Huch, wie peinlich. Hat mich gerempelt. War aber ein NPC. So, gut, dann schauen wir mal nicht, dass das andere. Da ist HR1597. Gut, da können wir eventuell danach hin. Dann ist, glaube ich, egal, ob wir erst da oder dahin. Jedenfalls die erste Mission mit 4 DAOs. Da müssen wir eh 3 verschiedene Systeme halt anspielen, wegen der 3 Touristenmarken. Und das andere dann bloß das eine Mal. Ringe aus der Nähe, schauen wir uns auch an. Sind hier oft recht hübsche Locations und ja. Bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Hatten wir lange nicht gemacht. Habe ich mal wieder Bock drauf und machen wir jetzt auch. Oh, grüß dich. Achso. Gar nicht gesehen, sorry. Okay, Schiff hat den Markt erreicht. Stand da oben. Wunderbar. Und morgen am Dienstag, dem. Jetzt muss ich gerade nachrechnen. Ist der 27. Müsste der 27. sein. Ab 17 Uhr Livestream, allerdings nicht von Elite Dangerous, sondern ich werde da einen Livestream zu Far Cry 5 machen. Ich habe da tatsächlich Bock drauf. Einfach mal wieder rumballern. Ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen, war da schon mal Crysis 1 mal runtergeladen auf Steam oder irgendwo. Auf Steam, glaube ich. Ja, doch, war auf Steam. Hab's ja dort in der Bibliothek und war irgendwie ganz, ganz billig zu haben. Dachte ich, ja geil, auch mal so, einfach mal so einen Shooter-Stream machen, einfach mal irgendwo durchballern. Und da jetzt Far Cry 5 rauskam, das sieht ganz nett aus, da habe ich Bock drauf. Und das zocken wir morgen mal in der PC-Version. Morgen ab 17 Uhr am 27. einfach mal einen schönen Far Cry 5 Livestream. Da habe ich mal Bock drauf. Auch wenn es nur wahrscheinlich wieder sinnloser Shooter-Baller ist. Gucken wir es uns einfach mal an, oder? Wer dabei sein möchte, schaltet gerne ein. Kostet ja nichts. So, da sind wir schon. Sollte ich nochmal scannen oder wurde mir schon gesagt, wo ich hin muss? Wurde mir noch nicht gesagt. Halt. Daten von Navigationsboje. Zielkörper Robert Aitken Orbital. Das habe ich trotzdem nochmal gescannt. Dahin? Okay. Moment, die hier kann ich mal löschen. Schreibt, also ich schreibe das immer mal noch, ich weiß, aber schreibt jemand von euch immer mal noch Huhu? Das hat man früher mal in WoW geschrieben. Jeder. Jeder, der online kann. Huhu, Huhu. Huhu. Man weiß es nicht. Ach genau, die Gewitterwolke. Ja, ich habe jetzt überlegt, was wollte der denn als erstes Ziel sehen? Habe ich total vergessen. Stimmt, es ist natürlich die Gewitterwolke, die wir wahrscheinlich hier am Planeten sehen. Ja, allgemein ziemlich windig und bewölkt. Mal schauen, wenn wir näher ranfliegen, ob da vielleicht sowas ähnliches wie der große rote Fleck zu sehen ist beim Jupiter ähnlich. Ich habe mir die letzten 2 Tage auf die meisten oder einige von euch kennen wahrscheinlich den Kanal Urknall Weltall und das Leben mit Josef M. Gassner, der dort sehr viele Vorträge hält oder Videos bringt und so weiter. Super, richtig geil. Jedes einzelne Video absolut fantastisch. Und da gab es aber in den letzten, ich glaube so vor 4-5 Tagen, fingen die kleine Folgen oder die kleine Reihe an von 2 Videos. Und zwar Projekt Gaia, die Vermessung der Milchstraße, wo die dann versuchen, innerhalb ein paar Jahre etliche Milliarden Sonnen bzw. Sterne
zu vermessen. Und so halt nochmal versuchen, ein genaueres oder ein sehr genaues Bild unserer Milchstraße zu schaffen, was ich sehr interessant finde. Man kennt ja schon, jeder von euch wahrscheinlich schon mal mehrere Bilder unserer Galaxie gesehen, zumindest, ja, das sind ja alles irgendwie animierte, ne? Wir selber von unserem Standpunkt aus sehen halt nur das Milchstraßenband, so wie es hier im Spiel auch ist. Mehr kriegen wir auch nicht zu Gesicht. So. Und dann war's das. Mehr ist es nicht möglich, halt, dass wir die von oben sehen, sprich der ganzen Galaxie Arme, der Spiralarme, ist ja nicht möglich, geht ja nicht, ne? Von anderen Galaxien können wir das genauer sehen, weil wir da halt genau, meinetwegen von oben oder von unten oder von schräg drauf gucken, da kann man die Struktur der Galaxie deutlich genauer erkennen, als es bei unserer eigenen der Fall ist. So, und durch diese neue Sache mit speziellen Messverfahren wollen die da nochmal ein sehr genaues Bild schaffen. Und das ist ein Vortrag von zwei Videos. Das erste geht, glaube ich, ein Stück über eine Stunde. Nicht vom Herrn Gassner selber, sondern von jemand anders. Ich habe gerade leider den Namen nicht im Kopf, der da den Vortrag hält. Und das zweite geht dann auch nochmal 40 Minuten oder so und ist wahnsinnig interessant. Also guckt euch das ruhig mal an. Lasst das nebenbei mal laufen beim Exploren oder so. Und ich schalte sowieso immer rein. Ich kenne so gut wie alle Videos von dem Kanal. Kann man nur empfehlen. Spitzenmäßig. Und aber das war eine Sache, da dachte ich, Mensch, wer das vielleicht doch noch nicht kennt oder vielleicht ab und zu mal durch Zufall da schon mal reingeschaut hat, der Harald Lesch ist da auch immer mal zu sehen. Früher häufiger, in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig. Auf alle Fälle ein Blick wert. Also ne, gerade was unsere eigene Galaxie betrifft und gerade in Beziehung mit Elite Dangerous finde ich es halt echt super. Nicht, dass das Spiel in 2-3 Jahren nochmal komplett über den Haufen geworfen werden muss, weil die sagen, nee, pass auf, das sieht halt doch nicht so aus. Sieht halt anders aus. Aber ich denke mal, so ungefähr wird das schon irgendwie hinhauen, wie es derzeit auch ist. Ich meine, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten die da schon Vermessungen machen und da Methoden haben, um ungefähr die Struktur unserer Galaxie rauszukriegen. So, da müssen wir hin, Gewitterwolke. Ja, auf alle Fälle eine schöne, interessante Sache. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Urknall, Weltall und das Leben, heißt der Kanal. Und die vor, glaube 4-5 Tagen oder so, kamen da die beiden Videos. Projekt Gaia oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Gaia. So, da geht's relativ nah ran an den Gasriesen. Okay. Bin lange nicht so nah rangeflogen an Gasriesen. Ich glaube, ich versuche es mal ein bisschen weiter von vorn. Nicht, dass ich jetzt seitlich doch schon in den Notstopp komme, aber ich müsste klappen. Also so nah dran war ich echt ewig nicht, meine Fresse. Das zieht mich doch gleich automatisch raus, oder? So, beim Exploren gehe ich selten so nah ran. Also so nah war ich, glaube ich, noch nie. Es sei denn mal bei einer anderen Touristenbarke, aber nicht, dass ich wüsste. Sind schon in Minimalgeschwindigkeit, obwohl der Schub auf voll steht. Echt jetzt? Hätte ich auch die Station anfliegen können. Habe ich gar nicht gesehen, dass sie so nah beieinander sind. Okay, das ist ja witzig. Okay, geil. Da unten sind noch andere Passagierschiffe. Sehr schön. So, die Gewitterwolke, die ist gescannt. Ey, das ist natürlich auch fett, oder? Ey, so nah an einem Gasriesen eine Station? Ich hätte da jetzt nicht mit gerechnet, dass die auch da zu finden ist. Halt. Oh, Glückwunsch. Ah. Glückwunsch an den Molander.
der am Beagle Point ankam. So, Gewitterwolke. Touristenattraktion 519. Kommandant Schwut berichtet, dass der Anblick der Gewitterwolken des Gasriesen eine echte Attraktion für Liebhaber des Weltraumtourismus darstellt. Vor allem so nah, also okay. Okay, das ist wirklich krass. Wenn ich jetzt die Orca so ein bisschen seitlich stelle, dann bin ich im Camouflage-Modus und dann sieht man die vielleicht gar nicht. Naja, gut, nicht ganz. Die haben zumindest eine ähnliche Farbe. Okay, das ist aber echt abgefahren. Ich fliege da gleich mal ran in die Station. Das ist ja genial. Wart ihr schon mal hier? Wie heißt das System? Fardaus? Firdaus? Firdaus, ne? Firdaus. Aha. Was ist denn das für eine Station? Raffinerie. Das könnte bedeuten... Scan detected. Ich lande da mal kurz, das interessiert mich jetzt. Hat halt auch, das ist eine der Stationen, die auch so eine geile Außenbeleuchtung hat. Robert Atkin Orbital. Ha, da bin ich jetzt aber echt überrascht. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass die Touristenbarke Gewitterwolke, der fette Beluga alleine, dass das am uninteressantesten wird vielleicht von den Sachen. Aber im Gegenteil, gefällt mir jetzt schon sehr gut. Da müssen die Geysir-Felder aber was Besonderes sein. Ich habe schon einige gesehen. Das muss ich mir mal markieren. Eventuell, ich suche ja immer noch nach einer Heimat für den Handelsaccount, der hat bis heute keine. Eventuell wäre das vielleicht was. Großer Erkundungsdatenspeicher. Ach so, das könnte ich ja kaufen. Na ja, gut. Ja, mittelprächtig, ne? Das ist ein bisschen mehr als Durchschnitt. Gerade gut beim Gold, Beryllium. Pff. Pioneer 34, 33.000. Er ist jetzt nicht so der Hammer. Schade. Imperiale Sklaven? Gibt's keine. Bin echt begeistert gerade. Bin echt begeistert, muss ich sagen. Unglaubliche Ringe. Melinda Vega, das ist ja auch ein geiler Name, oder? Die Brille. Das wäre eine Brille für unsere Wischmob-Kandidatin, die Miss Universe. Okay, geil. Das werde ich mir auf alle Fälle mal abspeichern. Wir düsen mal weiter. Entweder HR1597, das ist die andere Aufgabe. Ja, und danach müssen wir ganz hoch. Okay, dann fliegen wir erstmal hier hin. Kann ich schon sehen, wo ich genau hin muss? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Ja, gut, das kann nicht so weit weg sein. Wahrscheinlich hier hinten. Oder da? Nee, kann nicht sein. Wir müssen ja zu Eis geysieren. Okay, gut. Weiter geht's. Nee, Quatsch. Und wie war das? Ring aus der Nähe. Stimmt. Das ist halt auch im... Oh, fett, ey. Wenn du hier rauskommst, erstmal den riesen Planeten vor dir. Gott sei Dank können wir direkt wegspringen. Könnte halt das Problem geben, dass wenn du dann rauskommst und irgendwo hin willst zum Handeln oder so, dass dann
dass du um den Planeten rumfliegen musst, weil es bei der Größe und einem Gasriesen schon eine Weile dauern kann. Oh, das ist ja süß. Das sehe ich ja jetzt erst. Das kleine Licht hier vorne. Ach Gott. So, und ab dafür. Halt. Halt, stopp. Gasriesestation. Weiß ich in der Woche nicht mehr, was ich damit meine. So. Ich bin mir gar nicht sicher, wie weit springt das Teil. 35 Lichtjahre im Schnitt. Ein bisschen mehr. Inwieweit der Frameshift-Antrieb gepimpt ist hier bei der Orca. Ich bin der Meinung, die hat Rang 5. Ich meine, die ist ja auch gut mit Passagierkabinen ausgelastet. Also das sind vier. Vier Kabinen sind auf alle Fälle drin. Ah, okay. Ach nee, bloß Rang 4. Oder. Ja. Ort besucht. Da müssen wir dann halt nachher ganz nach oben und wahrscheinlich scheucht er uns danach wieder ganz nach unten. Das sind ja noch zwei verschiedene Sachen. Anfliegen für die erste Mission. So. Wo geht's hin? HR 1597 A7. Ah, das ist der Gasriese. Ja. Da geht's erstmal grob hin und dann sollte das Geysirfeld auftauchen. Mir ist ja schon mal passiert, dass ich aus Versehen, weil es auf dem Planeten zwei Geysirfelder gab und ich damit gar nicht gerechnet hatte und ich direkt das erste genommen hatte, weil ich dachte, ich muss dahin für die Mission, bin dann auch dahin, bin gelandet. Und habe die Touristenbarke gescannt und habe überhaupt nicht auf irgendwelche Anzeigen geachtet oder dass der Typ dann meinte, ja okay, kannst mich wieder zurückfliegen, die Aufgabe ist erledigt und es war halt einfach die falsche, weil es auf dem Landband kleinen Planeten zwei kleine Touristenbarken gab für Eisgeysire. Achso, wir sehen sie noch gar nicht, müssen wir noch kurz warten. Wir können uns ja schon mal vorab ein paar Informationen holen. So, als erstes, der dreht sich. Das heißt, die Chance, dass wir vor allem heute wieder auf der Schattenseite landen, die dürfte sehr hoch sein. Er sieht ja schön aus, der Krater. Ich glaube, das ist wieder so einer mit so einem geilen Ring drumherum. Vielleicht sehen wir den beim Anflug. Ach, hier gibt es noch ein paar mehr. Allerdings nicht ganz so groß. 0,12 G. Gut. Zinn, Niobium. Mhm. Habe ich hier eigentlich einen Buggy drin? Nö, habe ich nicht. Warum auch? Ach, ich bin blöde. Ja, Ring aus der Nähe. Ich habe schon wieder... Die Eisgeysire kommen erst danach. Das ist jetzt gerade die andere Mission. Da bin ich gerade nochmal durcheinander gekommen. Entschuldigt. Also, Ring aus der Nähe. Ja gut. Jetzt nichts so Besonderes eigentlich, aber vielleicht ist es ja ein ganz, ganz toller Ring. Ein Ehering. Oder so. Jemand von euch verheiratet? Nein, wieso nicht? Wir müssen trotzdem landen, kann das sein? Okay, das ist gefällt mir auch immer gut. Da halte ich auch mal Ausschau, wenn ich mit der Explorer Anaconda unterwegs bin. Halt nahe kleine Monde an Gasriesen zu finden. Okay, da kratzt ja wirklich schon am Ring. Okay, das gefällt mir. Oh, super. Mann, ey, sowas will ich auch selber mal entdecken. Ich habe zwar schon mal
ja, ähnlich was entdeckt, aber nicht so nah dran, dass du hier von schon fast anfassen kannst. Sieht man den Einschlagskrater? Jemand meinte unter einem der letzten Videos, wie ich Planeten anfliege, beziehungsweise wie ich die Landung vornehme an Planeten, dass man nicht vorzeitig aus dem Orbital Cruise gerissen wird oder es zu schnell geht oder so. Ja, einfach in so einem, was ist das meistens, so zwischen 25 und 35 Grad Winkel anfliegen, nicht zu schnell, nicht zu langsam sein. Also ich nehme immer so ein Zehntel vor, der zwischen Entfernung und meiner Geschwindigkeit, also jetzt, wenn ich jetzt ungefähr 500 Kilometer entfernt bin, dass ich dann nur noch 50 Kilometer pro Sekunde drauf habe. Also so ungefähr versuche ich das dann zu handhaben. Also es geht halt auch deutlich steiler, so wie jetzt, so um die 50 Grad Winkel. Ihr seht ja da unten dann die rote Fläche, da sollte da nicht rein. Und wenn jetzt 100 Kilometer Entfernung ist, dass ich so wenigstens 10 km/h oder ein bisschen weniger oder 10 Kilometer pro Sekunde drauf habe, halt nicht zu langsam, dass es nicht klappt. Es geht eigentlich, also ein paar Mal üben einfach immer wieder und dann klappt das schon. Halt der Winkel, wenn du jetzt halt rausgleitest aus dem blauen Bereich oben raus, der kommt dann irgendwann, dann hört es halt automatisch auf mit dem Gleitmodus. Oder halt wenn du zu weit runter gehst, dann auch. Aber wenn du im blauen Bereich bleibst, ist alles okay. Und selbst hier bei 50 Grad haut es dann wenige Kilometer davor schon wieder raus. So, scannen wir es mal noch. Landen brauchen wir theoretisch eigentlich nicht. Wollen wir landen? Können wir landen. Sehr gut, die Aufgabe wäre abgeschlossen. Aber die geben wir noch nicht ab. Wir fliegen erst die anderen beiden Touristenziele gleich, dann gleich, für mich gleich, für euch in der nächsten Folge an. Ich lande bloß noch eben. Putzig aus, ne? Diese kleinen, kleinen Touristenbarken, diese kleinen Stationen. Ja, hier kann ich landen. Sehr gut. Zack. Wunderbar. Ich lese es erst noch vor. Touristenattraktion 47. Kommandant Ken Stempsey berichtet von diesem Mond, der ein Ringsystem auf so enger Umlaufbahn umkreist, dass man es persönlich gesehen haben muss, um es zu glauben. Da. Da oben war's. Kriege ich das mit Schiff rein? Wahrscheinlich nicht aus der, aus dem Winkel. Ach doch, da hinten. Moment. Da ist es. Halt. Ist das wirklich das Licht des Schiffes? Ja, okay. Das ist wirklich so wenig. Okay, das ist wirklich sehr nah dran, ne? Ja, sowas selber mal entdecken, das wäre schon nicht schlecht. Das finde ich ganz schön. Klasse. Okay, gut. Dann war es das für heute. In der nächsten Folge fliegen wir dann die beiden anderen Touristenbarken an. Und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.